Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ihr wundert euch bestimmt, warum das so aussieht wie im Stream. Ich habe gerade das Unboxing gemacht zu dem USB-Mikrofon, also hier, dieses hier. Da werde ich euch auch gleich was dazu zeigen, und wir wollen uns da mal die Gesprächsqualität anhören. Wie jetzt so direkt im Vergleich ist, das werde ich dann hier auch gleich umschalten. Aber vorher will ich euch das Gerät nochmal zeigen. Ich hatte es ja im Hardware, im Unboxing schon gezeigt. So. Das ist halt das komplette Gerät. Und je nachdem, von wo jetzt die Geräusche kommen, seht ihr, dass das die leuchtet Aqua. Also das sieht bei euch so ein bisschen weiß aus, aber es ist Aqua. So, ich kann nicht mit der Hand. Ist das überhaupt richtig? Ne, das ist verkehrt jetzt hier. Naja, das geht eigentlich. Also jetzt mit dem Schnipsen geht es halt nicht so richtig. Aber so ein bisschen könnt ihr sehen. Also immer da, wo derjenige, der spricht, ist dann halt praktisch das Licht. So, dann können wir Mute machen. Ja, und Mute wieder rausmachen. So, seht ihr das? Dass es rot leuchtet. So. Und dann haben wir halt noch Minus. Dann leuchtet es blau. Ich habe es schon mal komplett leise gemacht. Und wenn wir es lauter machen, seht ihr das, dass der Ring komplett laut wird. Dann haben wir hier noch so. Praktisch das Mikrofon. Also das Abnehmen. Da passiert jetzt gar nichts. Und hier seht ihr das, dass es rot leuchtet, sieht man das? Das ist halt der Lautsprecher, also das ist dann praktisch, seht ihr das? Ja doch, seht ihr das, dass da kein Geräusch kommt. So, jetzt werden wir hier mal das Mikrofon umstellen. Ich brauche doch keine Treiber installieren, nichts. Also ich habe es einfach nur angesteckt und dann hat er gleich gesagt, hier MO noch irgendwas, kann ich euch gleich sagen, ist angesteckt. Ich habe halt natürlich viele Mikrofone hier drin. Hier, wo haben wir denn? Mikrofon Logitech. Virtual Cable. Rode. Ne, das haben wir jetzt hier gar nicht. Doch, hier. E-Meet M0. Freisprechmikrofon steht da. So, jetzt ist das Freisprechmikrofon drin. Das kann ich euch zeigen. Ich drücke jetzt einfach mal. So, ihr habt mich nicht mehr gehört, weil ich das ausgeschaltet habe. So, wenn ich jetzt hier leise mache, passiert da gar nichts. Meine Mikrofonqualität bleibt immer noch gleich. So, und wenn ich das, ich habe es jetzt direkt vor mir stehen. Ich stelle es jetzt einfach mal, ich habe es jetzt direkt vor dem, unterm Monitor stehen. Das sind, ich habe ein Maßband hier. Ich habe jetzt kein Maßband hier, oder? Doch. Dass ich euch mal die Maße sagen kann. Also, ich bin jetzt von dem Gerät 62 cm weg. Ja, ich versuche mal jetzt hier weiter wegzugehen. So, weil so ein Konferenztisch ist ja auch lang. Machen wir mal 50. So. Na, weiter geht's jetzt nicht. So, ich bin jetzt 182 cm. 182 cm bin ich jetzt weg. Ich habe immer noch, also ich sehe in meinem Aufnahmeprogramm den Ausschlag. Ich bin jetzt nicht mehr bei Rot, ich bin bei Gelb. Wenn ich mehr rede, dann kommt es auch kurzzeitig mal in den roten Bereich. Aber es scheint wohl, dass es, ja, dass die Reichweite vom Mikrofon komplett ist. Passt mal auf, jetzt gehe ich mal, können wir gleich mal testen. Ich gehe mal in die andere Ecke meines Raums, also meines Wohnzimmers. So, ich bin jetzt, ich brülle jetzt nicht oder so, ich bin jetzt an der, ja, an meinem Esstisch, was. Müssen wir mal gucken, wie weit es.
So, da bin ich nochmal. Ihr habt gemerkt, da war ein kleines Problem. Ich bin irgendwie auf ausgekommen. Bestimmt wurde das Maßband hier so lang gelegen hat, dass ich irgendeinen Hotkey getroffen habe, dass der Stream ausgeht. Mehr kann ich mir da, also anders kann ich es mir nicht erklären. Hab jetzt auch meine Tochter nicht hier, die wieder das Maßband halten kann. So von der Klangqualität, es geht. Es geht. Es ist jetzt natürlich kein Rode Mikrofon wie jetzt hier oben bei mir, ja, was ich jetzt gerade hoffentlich eingestellt habe und benutze. Ja. Also das ist natürlich klar, dass es da nicht rankommt an den Rode, egal ob USB oder mit Phantomspeisung oder so. Das ist mir vollkommen klar, oder dass es an Beyer Dynamic nicht rankommt. Aber so für die Arbeit, dass ein anderer ihn versteht und man eine Konferenz abschließen vernünftig abhalten kann, wo jeder hört, weil da ist ja auch ein Lautsprecher drin, wo jeder hört, was der andere sagt, beziehungsweise der in einer anderen Leitung jeden aus dem Raum hört, egal wo er ist, ob er direkt am Konferenztisch ist oder an der Präsentationstafel oder irgendwas dergleichen. Da finde ich, das reicht aus. Ist meine Meinung. So, aber jetzt würde ich mich dann auch erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde es auch nochmal mit Skype und mit Discord testen. Mal gucken, was da noch geht. Ich wünsche euch allen was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin's Turn.